Liebe Zuschauer, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei timetodo.ch. Nachdem wir vor wenigen Tagen die erste Serie ausgestrahlt haben von unserem Thema NADH, ein Nahrungsergänzungsmittel mit unglaublichen Wirkungen, möchten wir heute das noch einmal fortsetzen und Ihnen auch die Wirkungsweise und die Anwendungsgebiete nochmal zu definieren. Und genauso, was kann der Timewafer als Unterstützung leisten oder was macht der Timewafer bei uns, wenn wir auf der einen Seite ein Produkt einnehmen in physischer Form und das psychische Thema noch über Schwingungen und Frequenzen ergänzen kann. Und wie das Ganze funktioniert, habe ich wieder beide Gäste bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Professor Dr. Dr. George Birkmeier und Dr. Manfred Döb, der Leiter des Gesundheitszentrums Bichwil. Ich darf bei dir anfangen. In der ersten Sendung haben wir mit dem Thema NADH über die Thematik gesprochen, was das allgemein für Wirkungen hat. In unseren Vorgesprächen und Zwischengesprächen haben wir dann unglaublich viele Symptome und Krankheitsbilder angesprochen, wo über Studien hinweg auch schon Wirkungsweisen nachweisbar sind für dieses Produkt. Beginnen wir einfach mal vielleicht bei den Kindern. Das ist so ein Ansatz und da haben wir ja ein Thema, was in allen Medien ständig durch die Presse geht. ADHS oder ADS, dieses Zappel-Philipp-Thema. Welche Wirkungsweisen kann NADH da erzielen und gibt es da Studien drüber? Also die Basisbotschaft ist, dass NADH jeder Zelle Energie gibt, vor allem dem Herz, dem Hirn und so weiter. Und die Kinder und die Schüler, die unter Aufmerksamkeitsstörungen leiden, die haben einen Mangel an Adrenalin und nicht zu viel, sondern zu wenig. Und bei denen führt NADH auch zu einer Verbesserung der Hirnleistung. Das geht so weiter, dass ich das den Eltern empfehle. Die geben das ihren Kindern am Schulweg eine Lutschpastille. Und nach ein paar Wochen ruft der Lehrer die Eltern an und sagt, was haben Sie mit Ihrem Sohn gemacht? Der ist auf einmal zwischen 1 und 2 und vorher war er kurz am Durchfall. Also es wirkt bei Kindern auch mit einer Hirnleistungssteigerung, bessere Konzentrationsfähigkeit, besseres Erinnerungsfähigkeit und Aufmerksamkeit etc. In der Schweiz 5 bis 6. Ja, muss man. Ah, ja, genau, da müssen wir das umstellen, weil die Noten in der Schweiz sind genau andersrum. Da ist 6 die beste Note und 1 die schlechteste. Ah. Wäre das jetzt für die Zuschauer nicht so ein Erfolg gewesen, wenn man das auf das Aber Schweizer jedenfalls, Notensystem die Botschaft ist, dass die Lehrer überrascht sind über die Wirkung und dann die Eltern anrufen und sagen, was haben sie mit ihren Kindern gemacht, ja, dass sich die so stark verbessert hat. Und es gibt ja die Substanz Ritalin, das ist ein Dopingmittel, das ist für normale Erwachsene, für Sportler verboten, aber unsere armen Kinder müssen das in der Schule nehmen. Und das finde ich also eine Farce. Während das ist eine natürlich körpereigene Substanz, wo offensichtlich auch die Kinder und die Schüler zu wenig davon haben. Eine Studie hat mir vor letzten Wochen gezeigt, dass unsere Lebensmittel auch immer weniger Nährstoffe enthalten, da die WHO veröffentlicht hat, dass unsere Böden jährlich 2% ihres Nahrungsmittelgehaltes verlieren. Jetzt kriegt der Mensch natürlich wesentlich weniger an wichtigen Nährstoffen in den Körper. Jetzt hat er ja da schon einen Mangel. Was hat das im Verhältnis damit zu tun, was in den Zellen passiert, wenn ich nur noch minderwertige Nahrung zu mir nehme? Naja, also es ist ganz logisch, dass wir sogenannte Mineralien und Spurenelemente brauchen. Und wenn die Böden zum Beispiel an Selen verarmen, kriegen wir zu wenig Selen mit unseren Lebensmitteln. Und Selen ist ein ganz wichtiger Stoff. Zum Beispiel Länder, die einen sehr hohen Selengehalt haben im Boden, wie in den Andenländern, Kolumbien oder auch in Kaschmir, die kennen keinen Krebs. Das heißt, Selen ist zum Beispiel ein Protaktivum gegen Krebs. Und das trifft für viele andere Mineralien und Spurenelemente zu. Nur, wenn ich einen Mangel habe, ist das ein Signal, ich muss diesen Mangel beheben. Und daher muss man das Defizit zuführen oder substituieren. Gerade mit Mineralien, aber auch mit Stoffen, die die Energie steigern. Energie, wichtiger Punkt. Energie ist die Basis allen Tuns im Körper. Wenn im Körper keine Energie mehr vorhanden ist, lässt auch die Regenerationsfähigkeit unglaublich nach. Das heißt, wenn ich mich einmal geistig oder körperlich überanstrengt habe und ich habe alle Stoffe im Körper, ist die Regenerationsphase ganz kurz. Fehlen mir ein Haufen wichtiger Bausteine und vor allen Dingen meine Zellen sind nicht mehr aufnahmefähig, dann verlängert sich das unglaublich, dass ich dann das 3- bis zum 10-fachen der Zeit wieder brauche, um wieder gleich fit zu sein.
Welche Symptome wurden denn in den ganzen Studien, die zu NHDH gemacht wurden, angeschaut und wo gibt es denn Wirkungsweisen? Also wir haben zwei kontrollierte Studien gemacht bei Alzheimer-Krankheit, die von den amerikanischen Gesundheitsbehörden genehmigt wurden. Und da hat sich gezeigt, dass nach 6 Monaten es zu einer Verbesserung, zu einer signifikanten Verbesserung der Hirnleistung von Alzheimer-Patienten geführt hat, dieses NADH. Das ist bisher die einzige Substanz, die zu einer Verbesserung führt, weil die anderen Medikamente, die verzögern nur die Verschlechterung. Dann haben wir eine Studie gemacht, auch an der Georgetown-Universität in Amerika, über chronisches Müdigkeitssyndrom. Wir dachten, das ist eine seltene Krankheit. Zum damaligen Zeitpunkt hat uns die FDA gesagt, 30 Millionen Amerikaner leiden an chronischer Müdigkeit mit verschiedenen Symptomen. Mhm. Auch da haben wir gezeigt, nach 6 Monaten kommt es zu einer Verbesserung dieser Symptome und zu einer Erhöhung des ATP, also des Energiespektrums in den Zellen. Dann haben wir mit meinem Vater noch gemacht, es ist eines der besten Antidepressiva. Depression ist ein Energiemangelzustand im Hirn und den kann man mit NADH beheben. Und ich habe einige amerikanische Psychiater, die ich gar nicht persönlich kenne, die behandeln ihre Depressionspatienten mit NADH, rufen mich dann an und sagen, das ist das beste Antidepressivum, das die je eingesetzt hat. Eine natürliche Substanz, die das Energiedefizit bei Depressionspatienten behebt. Eigentlich gibt es nichts Besseres. Dann habe ich selber gezeigt, dass es ich habe über 70 dokumentierte Krebspatienten, die mit NADH gesund geworden sind, nach 6 oder 9 Monaten. Ein Patient mit einem Lungenkarzinom, der war aufgegeben von einem Professor in Amsterdam, hat gesagt, 3 Monate haben sie noch zu leben und das war 2001. Der lebt heute noch, ich wollte ihn einladen zur Lektion von der Fürstin Schwarzenberg, hat gesagt, ich kann nicht kommen, ich habe jetzt nicht ein Geschäft, ich habe 5 Geschäfte. Und der letzte Patient, ein algerischer Ölmanager, der hat ein Medulloblastom in der Halswirbelsäule, also so eine Art Glioblastom, wie du gesagt hast, und war gelähmt an allen 4 Extremitäten. Operiert konnte er nicht werden, Chemotherapie hat er abgelehnt, hat nur hochdosiert NADH genommen, nämlich 8 Tabletten pro Tag, und nach 3 Monaten war der Tumor weg und er kann wieder herumlaufen und hat eine Pressekonferenz gemacht und versucht jetzt die orthomolekulare Medizin, das was der Herr Manfred gezeigt hat, körpereigene Substanzen, sprich NADH, der Schulmedizin in Algerien bekannt zu machen. Diese Diskrepanz, die da herrscht, immer wieder höre ich ja diese Thematik, dass die schulmedizinischen Abläufe sehr festgefahrene Abläufe sind, die wissen wir auch aus anderen Unterlagen, dass die sehr beeinflusst sind von der pharmakologischen Forschung und von der pharmakologischen Industrie. Jetzt haben wir da auf der einen Seite das, wenn eine Patientin im Brustkrebs, haben wir das schon öfter gehabt, ja auch mit im Zusammenarbeit im Gesundheitszentrum. Du gehst zum Schulmediziner, was dort empfohlen wird, sind die klassischen Behandlungen durch eben zwei genannt, Chemo- oder Strahlentherapie, die eingesetzt wird, wirkungsweise umstritten, aber kassenärztlich anerkannt, und da liegt das große Problem bei vielen Menschen, sie kommen gar nicht auf den anderen Weg, weil sie ihn sich hier gar nicht leisten können. Das heißt, die anderen Wege zahlt meistens die Krankenkasse nicht, das heißt, der Mensch hat keine andere Wahl, als entweder es selbst zu bezahlen oder, wenn er es nicht kann, einfach sein zu lassen. Da ist das System natürlich ein bisschen was uns dagegen schießt. Aber für mich steht als Grundüberzeugung immer, dass der Mensch selbstverantwortlich ist für seine Gesundheit und sollte dann auch selbst entscheiden, welche Produkte oder Behandlungsmethoden er annimmt. Wenn ich jetzt schon das Thema Chemotherapie von meinem Arzt empfohlen bekommen habe, belaste ich ja den Körper zusätzlich durch eine große Art von chemischen Stoffen, die eigentlich nicht in den Körper gehören. Wie wirkt dann, wenn ich dann zusätzlich sage, Mensch, ich habe das jetzt gehört hier, was der Professor gesagt hat, kann das auch jemand zusätzlich nehmen, wenn er schon Chemotherapie bekommen Natürlich. Hat? Natürlich. Es schwächt die giftige Wirkung der Chemotherapeutikum ab. Es werden weniger Nebenwirkungen erfahren. Und ich habe 2 Arten von Patienten. Die einen sagen, ich mache Chemotherapie, damit ich mir dann nichts vorwerfen kann, ich hätte was versäumt. Bei denen dauert es länger, bis sie stabil werden oder gesund werden. Dann sagen die Patienten, Chemotherapie ist Gift, das mache ich nicht, ich mache nur NADH. Und die sind nach 3 bis 9 Monaten gesund, der Tumor ist weg. Ja.
und sie fühlen sich wohl. Und der eine Patient, den ich erwähnt habe, der ist jetzt 14 Jahre gesund, obwohl er einen tödlichen Lungentumor hatte. Also ich lasse es meinen Patienten frei, wenn sie sich zur Chemo entscheiden. Es ist ihr eigener Wille. Ich unterstütze sie mit NADH und da fällt mir ein, wir haben NADH in Form eines Kosmetikums entwickelt. Ja, für die Haut, Antifalten, Altersflecken etc. Und ich habe einige Patienten, die haben sich das während der Chemotherapie, also Frauen, in die Haare geschmiert. Und die haben keine Haare verloren. Und das ist für eine Frau, ist das Haar natürlich viel, viel wichtiger, wie weniger Nebenwirkungen. Ja, ja, und das ist, glaube ich, eine Botschaft, die für die Zuseher von Bedeutung sein kann. Vor allem für Frauen, die unter Chemotherapie stehen. Oder bevor sie die Chemotherapie bekommen, sollten sie beginnen, mit dem Serum nicht nur das Gesicht, sondern auch die Kopfhaare einzumassieren. Bevor wir auf die unterschiedlichen Formen der Darreichung gehen, würde ich gerne mit der Manfred nochmal das Thema des Time-Wafers in der Unterstützung erklären mir lassen. Also ich habe verstanden, bei unterschiedlichen Symptomen und den Thematiken, die wir in den Sendungen jetzt erklärt haben, nehme ich NADH ein. Jetzt hast du vorhin in der ersten Sendung erklärt, dass der Time-Wafer die Frequenz dieses Produktes eingelesen hat. Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Der Time Wafer Home ist ja ein Gerät, was ich als Patient mieten oder kaufen kann. Dann habe ich das zu Hause. Wie passiert diese Unterstützung? Jetzt erklär das nochmal für die Patienten. Was passiert da auf dem Frequenzweg? Ja, wir müssen unterscheiden zwischen Frequenzen in Form von Wellen und Frequenzen in Form von Stromimpulsen. Beides kann der Time Wafer und beides kann man auch parallel laufen lassen. Die Therapie mit Quantenteleportation, das sind keine elektromagnetischen Wellen, sondern es sind von der Ebene her noch eine Stufe höher angesiedelte Wellen, instantane Wellen wie Gedankenwellen, wie Gefühlswellen, wie Herzenskommunikationswellen, die sind jenseits von Raum und Zeit. Und das kann der Time Wafer, indem er sie analysiert über das globale Informationsfeld. Wir kommen dann auf die Ursachenebene des Patienten und können abchecken und bekommen es als Liste gezeigt, wo seine Ursachen liegen und in welcher Bedeutsamkeitsreihenfolge. Und dann greife ich mir die wichtigsten Punkte heraus und mache daraus eine Fernbehandlung, die auch wieder über diese instantanen Wellen verläuft und wobei der Computer, wenn er einmal bei uns programmiert ist, über 4 Wochen die Behandlung übernimmt, die Kommunikation mit dem Träger des globalen Informationsfeldes läuft über COSIREF-Spiegel. COSIREF-Spiegel sind eben jenseits von Raum und Zeit. Sie arbeiten auf der Ebene 5 und auf den Ebenen 5 und 6, nicht 1 bis 3 Materie, sondern deutlich höher. Und der Empfänger im Patienten ist sein Unterbewusstsein, das limbische System. Er merkt davon kognitiv nichts, aber die Wirkung ist deutlich, wie wir immer wieder feststellen, wenn es mal zu Erstverschlimmerungen kommt oder wenn wir ein Baby behandeln, das dann sehr schnell positiv reagiert, oder wenn wir Tiere behandeln, wo ja genau wie bei der Homöopathie für Tiere kein Placebo-Effekt passieren kann. Die Tiereffekte sind ja objektiv. Also die Methode hat objektive Effekte. Das ist die Ebene, wie gesagt, 5 bis 6. Dann können wir aber auch einmal eingelesene Frequenzmuster und seit de Broglie 1923 ist ja bekannt, dass Teilchen und Wellen zwei Zustandsformen sind, die sich gegenseitig ergänzen. Keine Widersprüche. Mal ist die Materie Welle, mal ist die Welle Materie. Und so hat jede materielle Substanz ein Frequenzmuster, das ihr entspricht. Und diese Frequenzmuster lesen wir ein, entnehmen wir der Materie, lesen wir ein. Sobald der Time Wafer das Frequenzmuster gespeichert hat,
können wir dann auch auf der Ebene von elektrischen Impulsen arbeiten. Der Patient bekommt zwei Elektroden in die Hände oder auf die Haut, unter die Füße, egal. Und dann bekommt er elektrische Impulsfrequenzen übermittelt, die er auch spürt. Okay. Das ist also jetzt wieder auf Ebene 1 bis 3. Man spürt in Form von Kribbeln in den Händen diese Impulsmuster. Mhm. Man kann also beispielsweise vom NADH die Übertragung auf beiden Ebenen vornehmen, in Form von elektrischen Impulsen, 7 Volt, 800 Milliampere und Frequenz meinetwegen 125 Kilohertz plus minus 10%, und parallel dazu die Fernbehandlung als Quantenteleportation. Ich weiß, dass alles, was ich jetzt erzähle, kein Mensch begreift, weil wir sind da mit unserer Zeit weit voraus. Aber es ist möglich und wir sehen die Effekte. Wenn ich das jetzt in 2 Sätzen zusammenfasse, habe ich das richtig verstanden? Ansonsten verbessere ich mich. Durch dieses Gerät wird die gleiche Frequenz, die in diesem Mittel vorhanden ist, mir nochmal unterbewusst auf der geistigen Ebene mit übertragen. Richtig. Das also, die Wirkungsweise des Produktes wird quasi auf der Schwingungsebene nochmal unterstützt. Richtig. Also bedeutet, dass dort, wir wissen ja zum Beispiel, um eine Konditionierung zu ändern, haben Wissenschaftler irgendwann gesagt, du musst 9-mal die neue Information drauflegen, bis die alte Information wirklich gelöscht ist. Mhm. Und da werden wir natürlich das Gleiche haben. Der Körper will zurückfallen, immer in sein gewohntes Muster. Also braucht er immer wieder die neue Information, um zu wissen, er muss in eine andere Richtung agieren. Eben. Und der Patient soll ja, wenn es geht, nicht lebenslang das NADH benötigen, sondern er soll die Information bekommen, es wieder selber vermehrt zu produzieren. Wir wollen den Patienten ja nicht abhängig machen vom Pillenschlucken, sondern wenn die Zellen die Information bekommen haben, wie sie ihr eigenes NADH wieder produzieren können, dann kann man die Dosis reduzieren und vielleicht sogar absetzen. Ganz interessant mit dieser Thematik. Wie lange ist dieses Time-Waver-System schon im Einsatz? Wie lange gibt es da schon eine Historie? Naja, seit 2009 und ich führe es durch seit 2011. Also seit 3 Jahren im Gebrauch, mit Patienten aktiv, seit weiteren 2 Jahren schon im Test. Wie waren die Reaktionen bisher, wenn man solche Dinge gemacht hat? Hast du da Erfahrungswerte, wo du sagen kannst, also wirkt fantastisch bei den und den und den Geschichten? Ja, fantastisch ist natürlich übertrieben, gell? Das so Worte mögen wir weniger. Sondern es ist einfach selbstverständlich, dass es dem Patienten besser geht. Also da wundern wir uns nicht drüber, das ist die Normalität, wenn man den Time Waver einsetzt. Und wenn der Patient den Time Waver Home mit dieser Elektrizität daheim, wenn er das Gerät daheim selber einsetzt, man kann es mieten oder kaufen, und mehrere Stunden am Tag an sich anwendet, man muss ja nicht damit die Hände stilllegen, man kann die Elektroden unter die Füße tun, man kann sie auf die Haut kleben und ist damit unabhängig und kann arbeiten. Wenn man sie mehrere Stunden am Tag einsetzt, diese Time Waver Home, dann sind die Ergebnisse tatsächlich phänomenal. Genau das wollte ich hören, weil ich weiß, alles, was ihr da macht, ist wirklich eine ganz unglaubliche Geschichte, aber sie ist letztendlich nur erstaunlich, weil wir über diese Informationen nicht verfügen. Komme ich nochmal zurück. Wir haben vorher gesagt, es gibt unterschiedliche Krankheitsbilder, unterschiedliche Symptome, wo wir ansetzen können. Jetzt haben wir ja erfahren, in dem einen Beitrag in der letzten Folge, war das mit dem Parkinson-Patienten, der dann nach der Behandlung plötzlich da aufstand und sich ganz anders bewegt hat wie vorher. Und da war drin, dass das als Infusion verabreicht wird. Also habe ich verstanden, es gibt nicht nur das in Tablettenform. In welchen Formen gibt es es denn noch? Ja, es gibt in Form eines Kosmetikums, das habe ich auch vorhin erwähnt, dass man sowohl auf die Haut auftragen kann, wie auf die Kopfhaut. Man kann es auch zum Beispiel auf die Lippen auftragen, wenn man eine Herpesbläschen hat, das ja sehr häufig ist, sowohl labial wie genital. Und
Die erste Anwendung war meinem Vater intravenös, da hatten wir NADH im Labor und ich konnte es ihm immer als Pulver zur Verfügung stellen. Er hat es aufgelöst und dann initiiert oder infundiert. Dann war eine 20-Jährige oder eigentlich bis letzten Sommer ein Vakuum, weil es kein Medikament ist, sondern ein Nahrungsergänzungsmittel ist. Und wenn es ein Nahrungsergänzungsmittel oder anders ausgedrückt, eine Pharmafirma darf nur Infusionen herstellen, wenn es als Medikament registriert ist. Aber es gibt jetzt in Deutschland eine Firma, ein Laboratorium, das hat gesetzlich die Möglichkeit, NADH intravenös herzustellen. Und das kann man besorgen und das wird auch das Gesundheitszentrum in Bischwil in Kürze haben. Dann kann man das dem Patienten infundieren. Das heißt, er kriegt also dann einen wirklichen enormen Schub und wenn er nach Hause geht, nimmt er sich die Tabletten. Ist, wenn das so intravenös verabreicht wird, das sollte wahrscheinlich aber nur von einem Arzt gemacht werden oder einem entsprechend berechtigten Heilpraktiker, was auch immer, denn kann es da zu Überreaktionen kommen? Naja, Überreaktionen. Es ist so, dass NADH braucht ja enorm viel Sauerstoff. Und wenn man zu viel infundiert, entsteht ein Sauerstoffmangel und das führt zu einer Blutdruckabfall. Aber das ist die 4- bis 5-fache Menge, die in einer Infusion vorhanden ist. Mhm. Ja. Außerdem kann man es nicht nur intravenös, sondern auch intramuskulär anwenden. Das hat mein Vater bei vielen Depressionspatienten gemacht. Und da gibt es eigentlich keine Überdosierung, weil intravenös wird ja das Produkt, die Substanz langsam ins Gewebe diffundiert. Während IV intravenös kriegt er sofort die volle Dosis. Also mit der normalen Dosis von 50 Milligramm NADH pro Infusion hat es überhaupt keine Nebenwirkungen. Mein Vater hat über 500 Patienten intravenös und mehr als 600 dann mit Tabletten behandelt. Alle haben die gleichen Wirkungen. Bei der Infusion ist die Wirkung schneller, aber sie geht auch wieder schneller mehr oder weniger vorbei. Mhm. Denn die Tabletten halten 8 Stunden in der Wirkung und dann kann man wieder Tabletten nehmen. Das heißt, auch der Normalkonsum wird wie empfohlen, wenn ich jetzt sage, ich fühle mich ja recht gesunde, fit? Gesunde Menschen, jugendlichen Menschen sollten 1 bis 2 Tabletten nehmen. Du bräuchtest als mittelalterlich jung 2 bis 4, ich nehme 4 bis 6 Tabletten. Ja, und kranke Menschen, 8 Tabletten. Ich habe jetzt einen Patienten, der seit 14 Jahren Prostatakarzinom hatte. Leider Gottes ist es jetzt plötzlich vor einem Jahr wiedergekommen und der nimmt 16 Tabletten. Und der sagt, er hat erstens die psychische Krise innerhalb von 14 Tagen überwunden, weil Diagnose Krebs erzeugt eine psychische Depression. Und er fühlt sich jetzt stärker und kräftiger und seine PSA-Werte, also diese Werte für das Prostata, Karzinom sind von 60 innerhalb von 14 Tagen auf 7 heruntergegangen. Das heißt, der Tumor, der sehr viel produziert hat, ist im Wachstum gestoppt worden. Und er hat nichts anderes gemacht, wie NADH zusätzlich genommen zu seinen Pillen, die er da kriegt und Infusionen wahrscheinlich. Und das ist ja das Entscheidende. Ja, er hat lustigerweise, er hat lange Zeit NADH genommen, dann ist es ihm gut gegangen und hat gesagt, jetzt höre ich mal auf. Und nach einem Jahr oder eineinhalb kam dann der Tumor wieder. Mechanismus ist mir unklar. Es ist auch der Wirkungsmechanismus bei Krebserkrankungen. Ich habe eine Theorie, dass die Krebszelle einen Energiemangel hat. Das ist aber in der Zwischenzeit schulmedizinische Lehrmeinung. Und wir können mit dem NADH die Energie steigern. Und dann beginnt die Krebszelle sich wieder zu normalisieren. Und versucht sich eben zu differenzieren und im Wachstum zu stoppen. Während die normalen Krebszellen sind schizophren aus Energiemangel und teilen sich und bilden Metastasen. Das heißt, da ist einfach eine falsche Information vorhanden in der Zelle, die sie in die falsche Richtung bringt. Ein Informationsmangel, ein echter Energiemangel. Und das ist also in mehreren wissenschaftlichen Publikationen und in den Lehrbüchern beschrieben, dass die Krebszellen zu wenig Energie haben. Sie haben zu wenig Mitochondrien, das sind die Kraftwerke der Zellen, wo Energie produziert wird. Und wir wissen, dass NADH die Bildung der Kraftwerke in den Zellen fördert, stimuliert. Also mit dem Timewell haben wir gesehen, dass das Membranpotenzial der Krebszellen nicht 70 und mehr Millivolt ist wie normal, sondern 20 bis 30 Millivolt. Das ist ein Zeichen dieses Energiedefizits. Und die Krebszelle stellt ja um vom Sauerstoffstoffwechsel
auf den Milchsäurestoffwechsel, den Laktatstoffwechsel. Der ist um ein 32-faches weniger effektiv als der Sauerstoffstoffwechsel. Und wenn wir jetzt mit dem NADHS der Zelle wieder ermöglichen, den viel effektiveren, wenn auch risikoreicheren Sauerstoffstoffwechsel wieder zu etablieren, braucht die Zelle den Milchsäurestoffwechsel nicht mehr. So stellen wir uns das vor nach unseren Time-Weather-Ergebnissen. Liebe Zuschauer, wieder viele Informationen, wie dieses tolle Präparat uns helfen kann. Wir schauen uns gleich nach der Pause nochmal die unterschiedlichen Krankheitsbilder an, welche Krankheiten bei welcher Dosierung da unterstützt werden können, den Weg in die Gesundheit. Und wir wollen auch nochmal hören, was es im kosmetischen Bereich gibt, für welche Wirkung. Bleiben Sie dran, wir sehen uns gleich wieder nach der Pause. TimeToDoShop.ch. Hier finden Sie die Produkte der Gäste unserer Sendung. Nahrungsergänzungsmittel, CDs, DVDs, Bücher, Essenzen, Heilsteine, Bilder, Körperpflegeprodukte und vieles mehr. Die Produkte unserer Gäste www.timetodoshop.ch oder Sie bestellen einfach per Bestellhotline morgens von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr. So, liebe Zuschauer, wir sind wieder zurück nach der kurzen Werbeunterbrechung. Bei mir im Studio Dr. Manfred Döb, der Leiter des Gesundheitszentrums in Bichwil und der Mann, der dieses tolle Präparat hier in die Sendung gebracht hat, Professor Dr. Dr. George Birkmeier, der NADH uns vorgestellt hat. Wir haben in der ersten Hälfte gesprochen über Studien und Anwendungsgebiete. Wir haben erfahren, dass es neben der Tablettenform auch als Infusion verabreicht werden kann. Im zweiten Teil möchte ich jetzt nochmal genau auf unterschiedliche Krankheitssymptome eingehen und auf das Thema Kosmetik. Fange ich gleich an mit dem Thema, beginnen wir vielleicht erst nochmal bei dem Thema unterschiedliche Krankheitssymptome. Wir haben jetzt gehört Parkinson und Alzheimer, wir haben gehört bei den Kindern dieses ADS und ADHS hat es gute Wirkungen und wir haben gehört bei dem Thema Depressionen. Jetzt ist das ja ein Teil von vielen, vielen, vielen hundert, ich glaube, solange wir die Sendung nicht reichen, was wir für Krankheiten jetzt alles aufzählen könnten. Aber ich sag mal, diese ganz klassischen Krankheiten, die man heute schon sagt, dass das sogenannte Alterskrankheiten sind, also wenn man alt ist, muss man die haben, sonst gehört man nicht dazu. Diabetes zum Beispiel, so ein Zauberwort. Gibt es dort auch irgendwelche Erfahrungsberichte oder Ergebnisse? Ja, wir haben also eine Vielzahl von Diabetes Typ 2, das heißt nicht insulinpflichtiger Diabetes. Mhm. Die produzieren zwar noch ein bisschen Insulin, aber zu wenig. Und die kriegen von der Schulmedizin Glucophage und das hemmt die Energieproduktion in der Bauchspeicheldrüse. Das heißt, der macht nie mehr wieder ausreichend Insulin. Was wir gesehen haben, wenn wir diesen Patienten Typ-2-Diabetikern NADH geben, dann haben die nach 4 Wochen wieder genügend Insulin und können ihre eigenen Medikamente Glucophage absetzen. Ich habe also 4, 5 Patienten, die von der Uniklinik Wien in eine Bestätigung haben, sie brauchen keine antidiabetischen Medikamente mehr. Die Patienten, die Glucophage nehmen, die werden nie mehr gesund, sondern die halten ihren Blutzuckerspiegel auf 200, ja, und nach 3, 4 Jahren brauchen sie Insulin und nach weiteren 2 Jahren eine Nierendialyse und dann eine Nierentransplantation. Die Kosten für Diabetes explodieren und könnten mit so einem einfachen Nahrungsergänzungsmittel unter Kontrolle gehalten werden. Das ist natürlich eine gute Geschichte, dass ich auch, und das ist der Typ 2, hast du gesagt, Diabetes Typ 2, da wäre es sehr unterstützend, das dazuzunehmen. Dann diese allgemeinen Geschichten. Wir erleben ja jedes Jahr die Grippewelle, die 30.000, 40.000 Menschen immer dahin rafft, wo es dann immer heißt, lass dich impfen und mach dies und mach das. Auch bei solchen Dingen wie Allergien, wie Virusinfektionen. Ist da auch das Thema Energie in unseren Zellen ein Thema? Wir haben in Berlin, an der Universität Berlin, eine Studie gemacht, dass es das Immunsystem stimuliert, das Immunsystem stärkt, die Komponenten, die für das Immunsystem wichtig sind, unsere weißen Blutkörperchen, werden einfach potenter. Und dadurch, wenn man eine Infektion kriegt, hat man die stärker unter Kontrolle und ist früher gesund. NADH ist somit ein
genereller Energiebringer und Energieverstärker. Wie heißt dieses Zauberwort in der Zelle? Mitochondrien? Mitochondrien, ja. Das ist genau das, was du sagst. Energiespender und Energieverstärker. Und wir haben alle zu wenig Energie und wir verbrauchen zu viel Energie in der heutigen Zeit mit dem Stress, mit der Informationsflut und, und. Das heißt, wir müssen uns stärken. Wir müssen das nehmen, damit wir den Gegebenheiten der modernen Zeit gewachsen sind. Und das machen vernünftige Leute, machen das. Und Unvernünftige, die kriegen Burnout und dopen sich mit Kaffee und mit anderen Stimulantien und enden dann in einer massiven Depression bis hin zum Suizid, ja, und Panikattacken. Wir haben ja gerade das Thema Suizid ist ja eines, was weltweit ansteigt. Griechenland hat hohe Selbstmordraten wie nie zuvor, klar. Da ist die wirtschaftliche Situation noch ein Auslöser davon. Aber man spricht auch davon, dass das Thema Depression, Angstzustände, Schuldgefühle in den westlichen zivilisierten Nationen unglaublich zunimmt. Wie ist es denn da? Depression ist ja eine Folge von Angstzuständen oder Schuldgefühlen. Depression ist für allein ein Energiedefizit im Hirn. Und daher macht das Hirn nicht mehr die Substanzen, die wir brauchen, Adrenalin, Dopamin. Adrenalin ist eine ganz wichtige Substanz. Wenn wir zu wenig haben, flüchten wir, laufen wir davon und kriegen Panikattacken. Ich habe mehrere junge Studenten, die stehen auf der Straße und sagen, ich muss sterben, das ist eine Panikattacke, ein klassisches Symptom der Depression. Und wenn der eine Woche NADH nimmt, ist er wieder völlig normal. Ja? Und in der heutigen Zeit nimmt die Depression dann auch dramatisch zu. Ja, und die werden also vollgepumpt mit Antidepressiva, die das eigentlich noch verschlechtern, weil die Antidepressiva geben ja keine Energie, ja? Sondern die beruhigen das Hirn. Ja? Ah, okay. Die schrauben das Hirn runter. Das Hirn arbeitet nicht mehr mit normaler Spannung, sondern mit reduzierter Spannung, was auch schlecht ist. Und die Nebenwirkungen von Antidepressiva sind Impotenz, Schlafstörungen etc. Also auch ein großes Spektrum bitte an Risiken mit drin, wenn man auf das klassische Medikament zurückgreift. Ich möchte mal aufs Gesundheitszentrum kommen. Wie sind da die Erfahrungen? Denn wir haben jetzt gehört, dass viel, viel von unserer Energie abhängt, also von der Power, die wir mitbringen. Wenn die Patienten zu euch kommen, und in einer anderen Sendung hast du mal gesagt, würden die Leute 20 Jahre früher kommen, wäre dir das viel lieber, dann könnte man noch viel mehr bewegen. Aber oftmals kommen Patienten, die durch mannigfaltige medizinische Behandlungen durchgelaufen sind und dann am Ende sind. Ist das Thema Energie auch eines, wo du feststellst in den ganzen vielen Patienten, die vor dir saßen, dass die einfach mit einem verminderten Energiehaushalt kommen und darauf dann die Krankheiten entstehen? Ja, die Reihenfolge ist meistens von einem Normalbefund, sofern es ihn noch gibt heutzutage, unter dem Stress, unter dem wir leiden, entsteht dann eine zeitweilige Überfunktion verschiedener Hormondrüsen des Körpers. Und dann geht es abwärts in die Unterfunktion. Und aus der Unterfunktion kommen die Drüsen dann nicht mehr heraus. Das betrifft die Eierstöcke, die Hoden, die Nebennierenrinde, das Nebennierenmark, den Thymus, die Schilddrüse, die Hirnanhangdrüse, die Zirbeldrüse, den Hypothalamus, den Thalamus. Alle diese Drüsen, beim einen so, beim anderen so konfiguriert, gehen in die Unterfunktion. Und wir stellen dann fest, die Defizite am Serotonin, am Dopamin, am Thyroxin, am Adrenalin, am Cortisol, am Testosteron, am Progesteron und so weiter. Die Schulmedizin substituiert aber nicht mit körpereigenen Stoffen, außer beim Thyroxin, das ist die Ausnahme. Da wird körpereigenes Hormon substituiert. Im Übrigen aber wird nicht substituiert mit körpereigenen Sexualhormonen, nicht mit körpereigenem Cortisol, bis auf Ausnahmen. Adrenalin wird nicht substituiert und Dopamin nicht und Serotonin nicht. Das heißt, die Schulmedizin versucht dann nur den Abbau dieser Hormone im Körper zu blocken mit Antimitteln, mit Blockern und mit Antagonisten. Das ist aber falsch, denn damit vermindern wir ja noch die Produktion. Und diese Anti-Haltung in der Schulmedizin oder die Substitution mit körperfremden chemischen Stoffen ist falsch. Die Schulmedizin setzt einfach keine körpereigenen Stoffe ein.
und sie sieht nicht, wo ist das Defizit und greift dort ein. Zum Beispiel für das Gehirn Tryptophan wäre möglich, Phenylalanin wäre möglich, Tyrosin wäre möglich, wird alles nicht eingesetzt. Aber das generelle Substitutionsmittel für jede Zelle des Körpers, für jede Zelle, die in der Unterfunktion ist, ist NADH. Also heißt, jeder Patient, der kommt, sollte eigentlich grundsätzlich mit diesem Nahrungsergänzungssupplement behandelt werden, dass er erstmal sein Energielevel wieder hochfährt, denn wir wissen ja, kein Arzt kann heilen, er kann nur der Schlüssel immer sein zur Selbstheilung, indem er seine fachlichen Informationen dem Erkrankten gibt und sagt, das und das musst du tun, um wieder gesund zu werden. Und so wäre es diese Thematik der Energie. Wenn genügend Energie in der Zelle ist, kann die Zelle sich auch viel schneller regenerieren, kann viel schneller wieder ihre hundertprozentige Funktion annehmen, als wie wenn sie zwar nur die Informationen bekommt, aber keine Energie hat, es umzusetzen. Da wissen wir jetzt, und das war mir auch nochmal wichtig für Sie, liebe Zuschauer, herauszustellen, Ihre Zelle braucht immer zwei Dinge, wie wir es eben gehört haben. Einmal die Information, ich sage mal in Form eines Minerals. Ein Magnesiummineral, was für Nerven und Ruhe zuständig ist, das dockt an die Zelle an. Es geht nicht in die Zelle hinein, was viele irrtümlich meinen. Und dann wird die Ladung, die sogenannte Information vom Mineral in die Zelle übertragen. Und jetzt kommt der Gag. Hat die Zelle aber keine Energien, also dieses berühmte Kraftwerk läuft nur auf halber oder auf Viertel oder auf gar keiner Leistung, dann kann sie auch mit der Information nichts anfangen. Wo keine Power ist, kann ich auch nichts verarbeiten. Ihnen nützt der beste Sprit in Ihrem Benzintank nichts im Auto, wenn der Zündfunke nicht da ist. Dann können Sie den Supersprit drin haben, das Auto läuft keinen Meter, denn es braucht den entscheidenden Funke. Und so muss man das hier auch verstehen. Ich möchte nochmal zum Thema Kosmetik kommen. Ich habe ja auch viele weibliche Zuschauer und dieser Markt ist ja auch ein unglaublicher, ein riesiger, wenn man heute in eine Drogerie oder in einen entsprechenden Handel geht, der diese Produkte verkauft, da sind die Regale voll und preislich nach oben keine Grenzen gesetzt und versprochen wird alles. Ob es dann so ist, das ist die andere Geschichte. Was kann denn dieses NADH machen im Thema Kosmetik? Also wir haben ein NADH-Hautserum entwickelt, wo das NADH in ganz kleinen Fetttröpfchen innen drinnen ist. Und diese kleinen Fetttröpfchen werden aus Lecithin gemacht. Das ist eine körpereigene Substanz, die im Körper vorkommt, auch in vielen Lebensmitteln, im Ei und in der Sojabohne etc. Und diese kleinen Fetttröpfchen transportieren das NADH durch die Haut durch. Weil die meisten Kosmetiker, 95% der Kosmetiker, sind oberflächenbehandelt. Da geht nichts hinein. Und der Vorteil von unserem NADH-Hautserum, es sind nur einen Wirkstoff, nämlich NADH, und einen Träger Lecithin. Und die Erfolge, wir haben an der Uni Freiburg gezeigt, dass es bei Besenreißerwaritzen, also Teleangiektasin, hervorragende Ergebnisse hat. Auch bei Faltenbildungen nach 14 Tagen sehen Sie da diese sogenannten Schmetterlingsfalten, dass die aufgehen, ja. Bei Altersflecken, die werden nach 3-4 Wochen verschwinden, die, was ja auch nicht nur für die Frauen, sondern auch für die Männer ja die Eitelkeit beeinträchtigt. Also noch einmal, es enthält keine Konservierungsstoffe wie die meisten Kosmetika, es hält nur einen Wirkstoff und einen Träger. Und die Vorteile sind energetisierend, transdermal, es geht durch die Haut durch und macht in der Haut Energie und Wasser. Das ist alles, was die Haut braucht. Ganz einfach wird es aufgesprüht, aufs Gesicht zum Beispiel, und dann dringen diese Wirkstoffe durch die Haut ein in die unteren Hautschichten. Richtig, und das wäre noch vorteilhafter, wenn man das einreibt. Ja. Es ist ja flüssig und das, wenn man das dann noch 2 Minuten einreibt, bis das in die Haut eingezogen ist, hat man die optimale Wirkung. Und was ich betonen muss, man kann nachher jedes Kosmetikum nehmen, das man will. Ja, es ist keine Interaktion, weil das NADH-Serum ist schon in der Haut und dann kann man also alle möglichen, ich will ja keine Namen nennen, als Oberflächenbehandlung dazu tun. Der eine nimmt das Kosmetikum der Firma A, der andere B. Also keine Wechselwirkung mit normalen Kosmetika. Das ist ja wichtig und wichtig ist natürlich das Eindringen in die Haut, weil darum geht es ja. Ich habe vor kurzem auch gelesen, verbessert mich, wenn es falsch ist,
dass würden die Frauen genügend Wasser trinken, hätten sie so gut wie keine Falten, schrieb der Mediziner. Und er hat gesagt, Faltenbildung entsteht durch das Austrocknen der unteren Hautschichten als allererstes, sagt er. Und wenn die getrocknet sind oder zu wenig Flüssigkeit haben und sich zusammenziehen, ist es ganz klar, dass es dann auf der oberen Haut Falten gibt, sagt er, das ist eine ganz logische Konsequenz. Und die kann man auch von außen nicht behandeln, sagt er. Erst müssen die Frauen mal genug Wasser trinken und dann schauen, was an Falten übrig bleibt. Ist dem so? Das ist zum größten Teil richtig, dass der Wassermangel der Grund ist und die Kollagenfasern, wenn sie austrocknen, ziehen sie sich zusammen, ja, und dann kommt es zu Verspannungen. Aber es gibt natürlich ein äußeres Mittel, das man spritzen kann, das ist das sogenannte Botox, das ein extremes Gift ist. Ja. Wenn Sie zum Beispiel einen Schinken kaufen, der im Lokal sieht, in der Glasvitrine, der leicht grün wird, dann enthält der Botox-Keime, also Botulinus-Bakterien, der wird sofort von den Lebensmittelbehörden konfisziert. Mhm. Und die tausendfache Menge spritzen die Dermatologen und die Kosmetiker in die Haut von den schönen und von den weniger schönen Männern und Frauen. Ja? Also das ist sowas von Paradox. Botox ist extrem giftig, es lähmt die Muskeln, dadurch hat man natürlich keine Falten. Aber man hat auch keine Mimik, man kann nicht mehr lachen. Ja, und in Hollywood ist es so, ein Schauspieler muss unterschreiben, dass er keine Botox-Behandlung hatte. So grotesk ist das schon. Also ich will damit sagen, die Flüssigkeit ist das Entscheidende, das Wasser im Unterhautfettgewebe ist Voraussetzung, dass sie keine Falten bilden. Bekannt ist ja, dass die Wienerinnen keine Falten haben. Gibt es da einen Fall in Wien, vielleicht eine Schauspielerin? Es gibt mehrere, die das nehmen und begeistert sind. Wie gesagt, ich habe eine Bekannte, die ist Schauspielerin und Sängerin und die hat eine Erwachsenenakne gehabt vor 3 Jahren und ist von einem Dermatologen zum anderen gegangen, war jedes Mal mehr frustriert und dann hat sie das Kindserum, das Hautserum kennengelernt und nach 14 Tagen war die Erwachsenenakne weg. Aber stell dir vor, was eine Erwachsenenakne für eine Schauspielerin bedeutet. Das ist also eine Verschlechterung der Lebensqualität und ihrer Leistung und ihrer Performance auf der Bühne. Die leiden ja auch psychisch drunter. Und da ist das NADH-Hautserum wirklich ein sehr, sehr wirksames Produkt. Ist schon auf dem Markt verfügbar oder noch eine Teststudie? Gibt es in jeder deutschen und österreichischen Apotheke, es hat eine sogenannte Pharmazentralnummer, also es ist registriert und von dem großen Apothekenverband anerkannt. In der Schweiz ist es theoretisch auch erhältlich, aber die Apotheken legen sich ja nichts mehr auf Lager, weder in der Schweiz noch in Deutschland und daher rate ich, dass es über das Institut in Bischwil am schnellsten zu bekommen ist. Dann werden wir natürlich schauen, liebe Zuschauer, dass Sie auch das im Shop kriegen. Das werde ich zur Sendung schon bereitstellen, dass Sie es sich bestellen können. Und die Nummer, die eingeblendet ist, immer wenn Sie mehr dazu wissen wollen oder auch natürlich das Thema Informationen zur Behandlung, Informationen zum Wasser, Informationen zu ganzen Kuranwendungen in dieser Richtung, dann wählen Sie die eingeblendete Nummer und lassen Sie sich im Gesundheitszentrum beraten, wo was zu welcher Art zu bekommen ist und wie die einzelnen Dinge funktionieren. Das heißt, wir haben also in den 2 Sendungen, die wir jetzt gemacht haben, ein Produkt dürfen unseren Zuschauern präsentieren, was nebenwirkungsfrei bei so vielen Dingen Anwendung finden kann. Jetzt dürfen wir nur in der Sendung den Preis nicht sagen, aber so viel dürfen wir sagen, es ist durchaus erschwinglich. Es liegt im Preis in einem ganz normalen Niveau. Ich sage immer, ein starker Raucher gibt mehr Geld aus im Monat für Zigaretten, wie hier für etwas, was uns gut tut. Und wenn wir im Prinzip das umrechnen, haben wir vorhin gesagt, am Tag ungefähr 1,20 Franken oder 1,20 Euro. Für einen Espresso kriegen Sie 3 NADH-Tabletten. Na gut, das ist ein guter Vergleich. Verzichten wir mal auf einen Espresso pro Tag und haben dann die entsprechende Wirkung. Wie lange sollte man NADH denn nehmen? Also das ist eine individuelle Frage. Ich nehme das seit 10 Jahren und fühle mich wesentlich besser als vor 10 Jahren. Ja? Geistig und körperlich. Ja? Man kann das periodenweise nehmen, einmal 3 Monate, einmal 6 Monate. Wir haben gesehen, wenn man aufhört, dann dauert es 6 bis 8 Wochen, dass man auf das ursprüngliche Energieniveau zurückfällt. Also nicht gleich sofort und gleich Entzugssymptomen, aber das
zeigt, dass das NADH eine Langzeitwirkung hat. Aber ich muss ehrlich sagen, ich empfehle es meinen Patienten und meinen Freunden als Dauertherapie. Ja? Weil wenn man mehr Energie hat, ist man besser dran, als wenn man weniger Energie hat. Und wenn einer sein Geld für andere Dinge ausgibt, dann wird er sicherlich sich auch das NADH leisten können. Und wir merken ja, dass unser Problem heute einfach ist, dass wir die Stoffe nicht mehr in den Körper bekommen und in so einer Menge, dass wir fit und agil durch unsere sehr belastete Umwelt mittlerweile gehen können. Was auch in immer mich wieder auf die Aussage eines Naturarztes bringt, der mir vor einem Jahr geschrieben hat, dass in der Homöopathie Dr. Schüssler, da geht es ja immer um 2 und 3 Schüssler Salz, er sagt, das kannst du heute vergessen, das dauert 10 Jahre, bis dann einer was merkt. Er hat mittlerweile die Dosis vom Schüssler bis zu verdreifacht, sagt er, und jetzt spüren die Leute wieder was nach 3 bis 4 Monaten. Sagt er, auch da merken wir, dass die Belastung unserer Körper so groß geworden ist, dass diese Dosierungen, die vor 100 Jahren entstanden, heute so gar nicht mehr genommen werden können, weil du einfach keine Wirkung mehr hast durch diese kleinen. Und ich denke, das kommt davon, dass wir einfach voll mit Müll sind. Da hat ja vorher der Dr. Döb gesagt, hier Wasser, Wasser ausleiten, reinigen. Auch da gibt es ganz tolle Informationen. Oh, das will ich auch nicht vergessen, ja. Im Gesundheitszentrum in Bichwil hat man jetzt ein Programm zusammengestellt, wo es darum geht, nicht nur das eine zu machen, sondern in dem Programm sind immer mehrere Komponenten erhalten, wie Sie Ihren Körper wieder fit machen können. Und denken Sie daran, Sie würden auch nicht in ein Haus oder eine Wohnung, wo es überall, ich sag mal, so kleine Dreckecken hat oder Schimmel an den Wänden, würden Sie auch nicht neue Möbel reinstellen. Nein, Sie würden erst den Schimmel und den Dreck rausbringen und dann das Haus neu möblieren. So erkläre ich das immer auch im Körper. Leiten Sie aus, befreien Sie Ihren Körper von Schadstoffen. Und wenn Sie diese Position mal so weit haben, dass Sie wieder entgiftet sind, dann fangen Sie an aufzulegen. Und während der Zeit wäre es natürlich besonders interessant, dieses NADH zu nehmen, weil auch das Entgiften braucht viel Power und viel Energie vom Körper, denn er muss ja arbeiten, er muss ja immer arbeiten, den alten Müll raus, den Status halten, dann können wir uns ja nicht 3 Wochen ins Bett legen und entgiften. Nein, wir sind mitten in unserem Beruf und in unserem Stress, der bleibt uns erhalten. Also versorgen Sie sich mit der nötigen Power auf so natürliche Art, wie es nur irgendwie möglich ist, und schauen Sie, dass Ihr Körper sauber wird, denn alles, was da drin ist, wir haben das vorhin vom Quecksilber gehört in den einzelnen Vorreden. Sie wissen, was das macht mit Ihrem Körper, und wenn Ihr Körper Quecksilber belastet ist, auch dann geht die Lebensqualität ganz schön auf den Boden. Und das Thema Hormone haben Sie auch gehört, wo es hinführt. Also nehmen Sie diese Informationen an, probieren Sie es selbst aus, und für mich ist natürlich interessant, teilen Sie mir mit, was Sie erlebt haben. Denn in den Folgesendungen prüfe ich immer hinterher, denn ich gehöre zu den Ungläubigen, auch wenn ich einen Professor und Doktor nichts unterstellen will. Aber es ist immer so, Menschen, die es dann probiert haben, bitte ich mir zu schreiben, was haben sie damit erlebt und welche Reaktionen haben sie an ihrem Körper festgestellt. Wir haben gehört, in jeder Apotheke, das heißt, wenn die Leute, die jetzt nicht auf den Job zugreifen können oder nicht aufs Gesundheitszentrum in Bichwil, die können dann in die Apotheke gehen und einfach sagen, NADH, bitte mir bestellen, dann tut es der Apotheker und er kann es da abholen. Wobei ich betonen muss, es ist das Spezielle, Professor George Birk bei NADH, Rapid Energy, weil es gibt bei vielen guten Produkten immer Plagiate, und die Plagiate sind defekt, wir haben das nachgewiesen. Die füllen zwar NADH rein, aber nach 4 Wochen ist kein NADH mehr drinnen, weil es nicht stabilisiert ist und weil es sofort oxidiert wird. Und daher muss man wirklich das Original-Birkmer-Präparat bestellen, und wenn man in die Apotheke geht, wenn Sie es nicht auf Lager haben, dann bestellen Sie es über den Großhandel, das dauert 1-2 Tage, dann bekommen Sie es. Aber der schnellste Weg ist sicher über das Institut in Bichwil, weil dann haben Sie es am nächsten Tag mit der guten Schweizer Post. Ne? Das geht schnell, genau. So haben Sie es gehört, dort können Sie es sofort haben. Und die Kosmetika-Anwendung, da werden wir auch nochmal Sie informieren. Sobald es verfügbar ist im Shop und im Gesundheitszentrum, kriegen Sie natürlich auch die entsprechende Information. Wenn ein Patient das intravenös braucht, wird das auch im Gesundheitszentrum dann gemacht? Wir haben es vor, denn das Defizit, dass wir es intravenös nicht vorliegen hatten bisher, hat uns verärgert, muss ich sagen. Wir hatten da ein Loch in unserem Spektrum.
Wir verwenden schon einige wirksame intravenöse Mittel, wie etwa Kurkumin, der Kurkuma-Extrakt aus verschiedenen Kurkuma-Sorten, hat bei Krebs eine nachgewiesene Wirkung, aber am NADH intravenös hatten wir einen Mangel bisher. Wir werden es in Kürze einsetzen. Also kann da auch nochmal in der Therapie ein weiterer Baustein eingesetzt werden, um diese Thematiken der Krebsbehandlung da in den Griff zu kriegen. In Zweien seid ihr ja sehr erfolgreich, was man so hört, das Thema Brust- und Prostatakrebs, da kommt ihr ja mit euren Methoden gut voran. Da kriege ich immer dann ein Dankeschreiben. Und da auch zu sagen, liebe Zuschauer, ich bin da ganz arg erfreut, wenn ich immer so liebevolle Briefe kriege. Aber ich habe da gar nichts getan, außer die Information weitergegeben, weil die Zuschauer mir immer so liebevoll schreiben, ich hätte ihnen das Leben gerettet und dabei kenne ich sie nicht mal. Sie haben die Information wahrgenommen und dann sind Sie es, die die Entscheidung getroffen haben, ins Gesundheitszentrum zu gehen, diese Therapie dann anzuwenden und wenn sie dann am Schluss zur Heilung geführt hat, haben wir ja genau das erreicht, was wir erreichen wollten. Und somit, denke ich, sind wir bei allen Dingen durch. Habe ich irgendwas vergessen, was zu NADH noch zu sagen ist? Nein, du hast der NADH vorhin genommen, daher hast du nichts vergessen. Wie geht es eigentlich weiter? Ist in der Planung noch am Produkt weiterzuentwickeln? Ja, wir arbeiten an Kombinationsprodukten. Wir haben schon zwei Kombinationsprodukte. Erstens die Kombination mit Arginin, mit der natürlichen Arginin, das ist auch ein Konzept von Dr. Döb, orthomolekulare Substanz zu nehmen. Arginin und NADH stimuliert die Nitroxidproduktion und das Nitroxid verbessert die Durchblutung im Hirn, im Herz, aber auch unterm Gürtel, also im Genitalbereich. Und wir sehen, dass die Leute, die das Produkt nehmen, NADH Vision, das auch die Augen verbessert, dann nach 4 Wochen sagen, jetzt klappt es wieder, auf natürliche Weise. Ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Wir wissen ja heute, Diabetes geht nichts mehr, bei anderen Krankheiten geht nichts mehr. Und da ist ja auch das Thema des Selbstwertgefühls des Mannes wird sehr, sehr angegriffen. Auch Prostata-Leiden haben oft das Problem, dass die Libido dann komplett wegfällt. Das heißt, damit braucht man dann keine künstlichen blauen Pillen, ich will den Namen gar nicht sagen, sondern man kann auf natürliche Weise wieder seine Libido steigern. Und dann haben wir ein Produkt auf der Basis von NADH Hautserum entwickelt. Da haben wir noch eine Substanz dazugegeben, nämlich Arganöl. Arganöl ist ein ganz energiereiches Öl, das aus Marokko kommt. Mhm. Und die Kombination NADH und Arganöl in Form eines Gels zur Zahnbehandlung. Und wir haben 2 Studien gemacht, in Düsseldorf und in Chemnitz, dass die Parodontose nach 4 Wochen von 4 mm Taschentiefe auf 1 mm oder auf 0 mm zurückgeht. Es ist gut für den Patienten, schlecht für den Zahnarzt, weil er dann nicht mehr so viel verdient. Aber ich habe keine Sorge, dass die Zahnärzte verhungern, weil es gibt keinen Zahnarzt, der arbeitslos ist. Nee, und es ist ja, bis die ganzen Amalgamfüllungen, die sie irgendwann reingestopft haben, wieder rausgeholt sind, da vergehen noch 100 Jahre. Und das ist ja viel gefährlicher. Also das NADH Dentalgel ist ein unheimlich wirksames und wir haben jetzt einen amerikanischen Zahnarzt in Basel, der mit dem Dentalgel eine Studie macht. Und wenn die Ergebnisse da sind, wäre es schön, wenn wir darüber wieder berichten könnten. Ganz gerne. Ich bin begeistert. Ich mache solche Sendungen. Wie gesagt, sind eigentlich meine Lieblingssendungen. Warum? Weil man den Menschen immer wieder Dinge vorstellen kann, die ihnen wirklich nützen, die ihnen helfen, ihre Lebensqualität wieder zu heben. Und wie gesagt, wo ich nicht so viele Nebenwirkungen auf dem Beipackzettel stehen habe, sondern wo ich beruhigt sagen kann, das könnt ihr nehmen, da passiert nichts. Und wenn es natürlich auch bei Kindern anderen solche Erfolge hat, wunderbar. Ich möchte sagen, vielen lieben Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben, hierher zu kommen, das tolle Produkt vorzustellen. Ich bin gespannt auf die Resonanz, werden wir natürlich dann auch informieren. Auch vielen Dank nach Bichwil Gesundheitszentrum. Danke, Manfred, dass du wieder da warst und uns da unterstützt hast. Und auch das Time-Wafer-Thema ist da ein wichtiges Thema, wo den Erfolg komplettiert im Gesundwerden. Und Ihnen, liebe Zuschauer, auch vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wenn Sie mehr Informationen brauchen, wenden Sie sich an die Redaktion oder noch besser direkt an das Gesundheitszentrum nach Bichwil, weil da sitzen die Fachleute, die Ihnen bei Ihren Problematiken weiterhelfen können, wenn Sie Fragen haben. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, einen wunderbaren Abend und eine gute Nacht.
Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Swiss Harmony, Ihr Hausharmonisierer.